Nachdem wir von Tom erfahren hatten, dass seine Stadt Selscha von wilden Elfenhorden überrannt wurde, sind wir jetzt seinem Rat gefolgt und ins Heart of Selscha gelaufen und sind jetzt beim Bossroom angelangt. Und ich hatte es in der letzten Folge versprochen, ich werde jetzt nicht lang drumherum reden, sondern einfach loslegen und in diesen Bossraum gehen. Wünscht mir Glück. Wir werden wahrscheinlich gegen Santa Claus kämpfen, der ja böse ist. Das hatte ich ja gerade schon gesagt, ne? Und da steht er schon, da Corrupted Santa. Wir werden ihm seine Kleidung abzwacken und die dann zurück zum Old Tom bringen. Hallo, was machst du? Der wird jetzt sterben wie nichts wahrscheinlich. Genau, hatte mir gedacht. Komm her. Oh, der hat 640 Leben. Nicht mehr lange. So. Das ist das, was ich meinte. Komm schon. Da. Da haben wir jetzt hier Wrecked Santa Claus. Und müssen jetzt in irgendwo hin. Ich weiß immer nicht, wohin dann. Wir müssen irgendwo hin, um. Der wird hier gleich wieder spawnen, also nicht wundern. Wir müssen jetzt irgendwo hin, um zu schauen, wie wir hier wieder rauskommen. Ich nehme an, dass es einer dieser Punkte hier sein wird. Ich schaue jetzt einfach erstmal hier und gucke, ob wir hier wieder rauskommen. Ja, vielleicht. Ich weiß es nicht. Es sieht so aus, ja, gut. Da ist ein. Da will ich aber nicht reingehen. Das sieht nicht so aus, als wäre es nett. Da nochmal. Ja, da werden wir reingehen und dann schauen, was da so abgeht. Und hier, das ist wieder mal. Das ist unförmig gebaut. Ich weiß nicht, was es darstellen soll. Seht ihr das da? Diese Partikel. Da haben sie Enderportale verwendet. Die da Licht spenden. Naja, gut. Gehen wir mal in dieses Creepy Mouth. Ich nehme an, es soll ein Clown sein oder so. Vielleicht auch Santa Claus. Ich hoffe nicht. Das wäre ein bisschen. Obwohl, doch. Vielleicht. Ja, gut. Mal schauen, was so kommt. Okay, ja. Jetzt bin ich wieder hier. Genau. Und jetzt werde ich dem Tom seine Kleidung bringen, die ich ihm ja versprochen hatte. So, dann laufen wir hier einfach wieder hoch, porten uns hier mal rüber, wenn es dann was machen würde. Es tut mir schrecklich leid, es hat gerade wohl geleckt. So, jetzt gehen wir hier wieder runter und bringen dem lieben Old Tom seine Sachen. Machen die Tür zu, damit uns keine Zombies von hinten auflauern und wir getötet werden. Getötet von solchen Noob-Zombies. Wohl eher nicht. Gut, dann mal hier zum Old Tom. Did you do it? Santa is dead? Oh Gott, I can't believe it. He is gone, just like that, after nearly 20 or so years of torment. Okay, lest es durch. Ich will das nicht vorlesen, weil ich mich am Ende blamier und da habe ich keine Lust drauf. Gell? Das habe ich wahrscheinlich sowieso schon, aber ach, wisst ihr. It's YouTube! I will speed the legs. No, speed. Okay, ich muss zum Sandglasturm gehen.
Okay, hier erfahren wir Folgendes. Und zwar, was, du hast Sander getötet? Ich kann es kaum glauben. Es macht mich traurig, die Neuigkeiten zu hören. Und er dankt mir sehr. Also, ich danke dir sehr doll, mein Held. Und er denkt, dass nun alles besser wird. Und er, oh ja, er ist nicht sicher. Hier, er hat einen magischen Klang vom Sanduhrturm gehört, als ich Santa gekillt habe. Er nimmt an, dass das der Weg heim ist und dass ich doch ganz sicher nicht in dieser missratenen oder miserablen Stadt enden will oder feststecken möchte. So, er hofft, dass ich ein wundervolles Leben führe und dass er mich irgendwann nochmal trifft. Und dass ich diesen Crystal Shard und die Rack, die ich ihm gegeben habe, halten soll. Und dass er sie ganz sicher nicht braucht. Und da haben wir ein Questbook-Update. So, und jetzt gibt es einen kurzen Ruckler, weil ich wieder nach meiner Aufnahmelänge schauen will. Wie die letzten zwei Folgen davor, glaube ich auch schon. Okay, bis. Also, wieso bis dann? Kurzer Ruckler. So, der Ruckler ist zu Ende. So, ich würde sagen, ich beende hier jetzt diesen Part. Und zwar werden wir dann in der nächsten Folge schauen, was uns auf dem Weg zum Sandglas. Glas. Sand. Zum Sanduhrturm erwartet. Und was uns danach erwartet. Es hätte ich nur noch 3 Minuten jetzt. Und das will ich dann nicht noch reinstopfen, weil. Wegen. Ja, das muss ja nicht sein. Ich möchte mir ja Zeit lassen dafür. Es muss ja nicht fast gehen. Ich weiß, das klingt irgendwie komisch, weil ich halt in dieser Höhle so durchgeruscht bin, aber das ist was anderes. Das waren einfach so Viecher, die mir eh nichts gebracht haben, absolut gar nichts, und deshalb bin ich da einfach durch. Gut, dann freue ich mich, wenn du wieder oder ihr wieder in der nächsten Folge einschaltet, und ja, würde sagen, dass ich dann jetzt sage, bis bald. Also bis dann, ne? Ja. Gut, machen wir das so. Dann wäre das geklärt und wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahme. Tschüss.